Servus, grüß dich und herzlich willkommen in Beyond mit mir, dem Waldbadinger 2000. Schön, dass du mit dabei bist und so schaust, was ich hier so treibe. Und ich bin gerade dabei, hier mein Water Pressing fertig zu machen. Ich habe festgestellt, braucht man nur 16, das gleiche wie bei Night Vision. Hab man auch nur 16 gebraucht, darum war der plötzlich fertig. Habe ich eigentlich gemeint, ich mache das mit euch fertig, aber war halt leider nicht so. Okay, der ist auch gleich fertig, dann zapfen wir uns nochmal Blut ab und dann machen wir das auch noch schnell und dann können wir unter Wasser atmen. Und dann gucken wir mal, was wir heute so treiben. Große Pläne habe ich ehrlich gesagt noch keine. Vielleicht bauen wir irgendwann mal, aber jetzt nicht sofort. Die wirklich war die sogenannte eierlegende Wollmilchsau. Das heißt, wir suchen uns ein Schwein, suchen uns ein paar Schafe und ein paar Hühner und machen die genetisch so, dass das Schwein Wolle gibt und Eier legen kann. Sowas sollte machbar sein, theoretisch. So, gib mir mal Blut. Autsch. So, du bist kontaminiert, aber ich glaube, das bleibt sich wurscht. Injector. Nein, ich muss jetzt tatsächlich erst purifyen, oder? Aha, gut. Erst purifyen, dann da rein, dann nochmal purifyen. So, wir machen erstmal Night Vision. Dass wir auch in der Nacht was sehen. Gleich fertig. So, lala. Und dann langsam, Wolle, langsam. Hier rein. Dann machen wir dann Night Vision drauf und ich glaube nicht, dass wir beide gleichzeitig reintun können. Ich glaube es nicht. Risiko oder nicht Risiko? Ich meine, Waterpressing ist jetzt nicht so wichtig. Night Vision theoretisch auch nicht. Aus dem hätte man noch was da, soweit ich weiß. Schauen wir mal schnell. Genetics. Ja, 4 Night Vision und 3 Waterpressings und dazu noch einen Haufen extra Gene. Würde funktionieren. Ach, weißt was? Komm. Feig. Genau, feig. Und dann möchte ich mir eigentlich so ein Piggy-Dingenskirchen-Backpack da, denn da basteln. So, jetzt erstmal hier. Shift. Autsch. Oh. So, jetzt habe ich Night Vision. Und dann glauben wir uns wieder Blut. Purifying das nochmal und dann geben wir uns noch Water Pressing und dann ist alles gut. Und dann testen wir das gleich mal aus, ob das auch so funktioniert, wie wir uns das vorstellen und dann gehen wir auf die Suche nach irgendwelchen Viechern. Genau. Das, glaube ich, ist ein guter Plan. So, jetzt mal rein damit. Ich muss mal ganz kurz husten, Moment. So, dann bin ich wieder da. Ja. Let's have a look what's happening now. So. Okay, dann nochmal purifying, please. Weil contaminated, ich weiß nicht, warum es wieder contaminated ist eigentlich, was der Quatsch soll, aber ist ja auch egal. So, dann Shift, rechte Maustaste. Okay, das ist noch ein bisschen lautes Spiel. Ein bisschen runterregeln. So. Water Pressing. Ach ja, hier habe ich übrigens auch was gemacht. Ich habe hier mal ein bisschen aufgefüllt. Ne? Hier so. Dann kommen wir hier so runter und dann haben wir hier eine schöne große Wiese. Da ist dann unser Bachlauf, der dann einfach im Untergrund verschwindet. Warum auch nicht? Und dieses Ding habe ich einfach drum gebaut, damit man nicht reinfällt. Apropos nicht Leifeld, da können wir aber Waterpressing testen, oder? Nee, so nicht. So. Jetzt sind wir unter Wasser. Ey, funktioniert, siehst du das da unten an dem Blubberbläschen? Wir können unter Wasser atmen. Und wir können auch in der Nacht sehen. Suchen wir uns mal schnell eine Höhle. Da hinten ist doch eine Höhle. Das testen wir jetzt auch gleich aus. Oh, Night Vision. Forever, yay, siehst du, Night Vision. Das ist ziemlich hell hier. Wenn ich F7 mache, ist das hier alles, können Monster spawnen, ne? Cool. Nie mehr Fackeln setzen und damit die Monster hinter sich herziehen. Ja, genau, das ist nämlich dann das, was man so vergisst. Aber generell finde ich das schon mal ganz lässig. Allein für euch draußen, YouTube macht dunkel immer noch ein bisschen dunkel, dass man fast gar nichts mehr sieht. Jetzt mit der Night Vision.
kein Thema mehr. Ne? Hier, da hängen nirgendwo Fackeln und wir sehen alles. Und hier haben wir die Fledermaus. Hallo Fledermaus. Ich tue dir heute nichts. Nein, nein, keine Angst. Jo, dann können wir ja mal ein bisschen exploren gehen. Will ich das? Wenn er schon gerade da steht. Nehmen wir ihn mit. Links. Ja, cool ist doch das, oder? Also das mit Nightfischen, das gefällt mir schon wieder sakrisch. Freunde der Ostfront, euch brauche ich jetzt nicht. Auf Wiedersehen. Wir wollten es ja nochmal testen. So, hoffentlich finde ich, dass es wieder aussieht. Doch, da geht's lang. Genau, da ist doch. Und dann geht's hier hoch und... Yay, sehr gut. So, dann... Dann gehen wir nochmal kurz heim. Holen uns ein paar Sachen, dann müssen wir unsere Freunde besuchen gehen. Oder ich baue mal den Atomic-Rekonstruktor selber. Könnt ihr ja machen, gell? Braucht man immer wieder. Tür zu. Ach, und was ich übrigens noch gemacht habe, ich habe hier die Malicis-Doors wieder rein beim Aufzug. Mir ist nämlich aufgefallen bei Moff seinen Videos, falls ihr den noch nicht gesehen habt, unbedingt anschauen, wie er diesen Aufzug baut. Ich meine, was da für eine Arbeit drin hängt, das ist so genial. Und mir ist aufgefallen, der hatte vorher so Druckplatten, diese unsichtbaren drunter. Und die haben die Lecks gemacht. Mit den Türen geht es. Machst du mal auf hier, danke. Siehst du, da geht es ohne Probleme. Man müsste sich vielleicht nochmal irgendwas überlegen, wie man das hinkriegt, dass die Türen schließen, wenn man hier auf ein Knöpfchen drückt. Falls es machbar ist. Hier habe ich es auch wieder reingetan, die Türen. Weil kein Leck. Ich meine, kein Leck, ne? Genau. Ich finde den Aufzug immer noch toll, davon abgesehen. Ja gut, wenn sie auf und zu machen, leckt es ein bisschen, warum auch immer. Das sind halt blöde Türen, so. Aber sie sind schön, deswegen bleiben die auch da. Weil die nur beim Bewegen... Aber diese fürchterlichen Lecks, die kamen von diesen Druckplatten, die der Mafia hingemacht hat, diese... Keine Ahnung. Die hat er aber wieder mitgenommen, ne? Die sind hier nicht mehr drin. Nö. Wir können mal kurz gucken, ob er sie vielleicht aus dem System geschmissen hat. Pressure? Nein, hat er auch nicht. Okay, so, den da mal rein. So, genau, habe ich eigentlich Zombiefleisch da? Habe ich den Rotten 51? Ich muss ein bisschen Leder bauen. 1, 2, 3. Wie viel brauche ich denn eigentlich? Ich brauche zwei so Dinger. Das heißt, ich brauche 4 Leder. Ach, jetzt schauen wir mal, ob wir den Atomic Reconstructor auch hier schnell auf die Reihe kriegen. Ach ja, das ist so easy, komm. Zap. Meinst du es nicht ernsthaft, dass mir hier Black Quarz fehlt? Echt? Doch, meint er. Aber kein Thema, Hammer. Das ist schon irgendwie gruselig, oder? Wenn ich mit der Spritze in der Hand rumlaufe. Schauen wir mal hier, da haben wir auf jeden Fall Black Quarz irgendwo. Dachte ich. Haben wir nicht? What? Wieso nicht? Was ist da los? Hä? Hier ist auch nichts drin. Eieiei. Hier vielleicht? Haben wir es ausgegliedert? Nö. Jetzt bin ich aber erstaunt. Black Quarz. Wie stelle ich dich denn her, Black Quarz? Ach so. Das kann man herstellen. Ja, aber es gibt es doch eigentlich auch als Ohr, ne? Genau, und wieso habe ich das? Ach so, halt, es gibt es als Ohr. Mhm. Moment. Du da? Nee, du bist kein. Du bist Bauxit. Was haben wir denn da eigentlich? Iridium, okay. Und hier Platinum. Du bist so ein Ohr so mit schwarzen Sprenkeln drin, ne? Hab ich hier nicht da? Kann das sein? Ich bin überrascht. Definitiv überrascht. Hier gibt es das anscheinend nicht. Was mich jetzt schon schwer wundern tut. Aber ja, mein Gott, du dann... Komm, dann baue ich mal schnell einen. Mein Gott. Und das Portal müssen wir dann irgendwann verschieben. Hier in der Oberwelt. Müssen wir nur schauen, wohin genau. Okay. Muss ich ein bisschen leiser machen hier. So, pass auf, Black Quarz, dann bauen wir schnell ein Black Quarz. Danke. Und dann machen wir den Rest hier, ein Meshing. Hallo, Meshing Casing. Und dann haben wir den Atomic Reconstructor ja schon gleich beieinander. Hey, was ist
Was ist denn los jetzt? Molekular Shiftulator? Wieso kriegen sie jetzt da nicht raus? Hä? Ich hab keine Ahnung. Irgendwas spinnt hier gerade. Ach, jetzt das. Molekular Molekulizer. Quarkal Modulat. Das ist mir noch nicht aufgefallen, dass er sein Zeug immer ändert da unten. Okay. Auf jeden Fall hatte der Surfer gerade ein paar Schwierigkeiten. Oder die Kommunikation, weil der Sony mal wieder spielt. Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. So, wo tue ich dich? Halt, ich brauche noch eine Redstone Torch. Das ist wichtig. Redstone. Ach, habe ich hier eh noch genug drin. Mann, du. Dann gib mir mal einen Stick. Stick. Das tut's doch auch so einer hier, oder? Ja. Sehr gut. Dann gehen wir mal in den Keller. Können wir mal schnell den Schnellkellerzugang nehmen. In meinen chaotischen Keller, hey, da schaut's aus wie Sau da herin. Den stellen wir jetzt mal kurz dahin. Dann Pulsen bitte. Dann fehlt natürlich, Moment mal, da fehlt natürlich erstmal Strom. Das ist aber nicht das, das ist noch das kleinste Thema. Strom, gib mir mal einen Connector. Und ein bisschen Draht. Connector da oben drauf. Ich hoffe, der tut's drauf. Und dann hier mal ein Draht darüber. Und er lädt sich auf. Super. Okay, während der am Aufladen ist, räumen wir mal unseren Draht wieder weg. Und gehen wir kurz nach oben und holen uns, wo sind wir, da sind wir, und eine Druckplatte. Achso, Wood. Oak Wood. Eine Pressure Plate, die reicht uns doch dicke. Vor das Ding geschmissen. 1, 2, 3, 4. Ne, Piggy, Dingenskirchen braucht 2 Leder. Piggy. 2 Leder, ich will 2 oder 3, machen wir 6, komm. Eine andere Art Mobs zu fangen, hoffe ich. Ich habe das noch nie ausprobiert, muss ich ehrlich sagen. Komm mal da drauf hier. Zups, vielen Dank. Aha, Kautipper. Super. Hat er gar nicht geschnallt, dass ich beschissen habe. Das ist cool. So cool. So, da da. Und dann brauchen wir noch mal ein paar Sticks. Oder schauen wir mal, wie viel wir noch haben. Das Leder rein, das da rein. Das gebaut. Hops. 1, 2, 3. Right-click, Mobs to pick them up. Genau das ist der Plan. Und jetzt suchen wir uns mal. Es ist Nacht. Es wird Nacht. Aber schau, wie schön wir noch sehen in der Nacht. Das ist toll, oder? Ich find's toll. Dass wir hier Viecher sehen, ja. Ich suche Schafe, 2 und ein Schwein. Mindestens mal. Ich find's schön, dass man in der Nacht fliegen kann und was sieht. Dass man überhaupt fliegen kann, ist ja auch toll. Hier haben wir eine Kuh. Kuh brauchen wir auch. Komm mal mit Kuh. Zup, eine Kuh. Und wo habe ich die jetzt hin? Ach, okay. Okay, Moment, das muss ich mir mal angucken. Von außen. Ach du... Glaubst es nicht. Alles klar. Alles klar. Ich habe hier eine. Da fliegen Pfeile. Habe ich hier die Kuh. Das heißt aber, ich kann das hier. Oh, da geht die Kuh verloren. Scheiße. Arme Kuh, sorry. Na, das war mal eine Kuh, ne? Damit habe ich so ein Skelett erschlagen. Mann, ehrlich jetzt. Komm, nerv nicht rum. Ich will das Fleisch haben, zumindest wenn ich die Kuh schon aussehen. Okay, jetzt weiß ich auch, wie das Picky-Ding funktioniert. Immer nur ein Mob auf einmal. Ah, alles klar, dann hätte ich mir das sparen können. Ach, und ich habe 2 Leder, wenn man es dann runter... Nee, was habe ich jetzt? 2 Leder? 2 Leder von der Kuh? Echt? Strange.
Na gut, dann lass uns mal. Blöd jetzt. Ja, das war jetzt echt doof. Das war jetzt echt doof. Das tut mir jetzt echt leid um die Kuh, wenn ich ehrlich bin. Aber jetzt wissen wir auch, wie das Ding funktioniert. Hätten wir auch eins gereicht. Oder hat er das jetzt? Nee, hat er nicht, ne? Naja. Also ich brauche ein Schwein, eine Kuh und ich brauche eigentlich von jedem zwei, wenn wir ehrlich sind. So. Gehen wir ein bisschen auf die Suche hier. It's so easy. Ah, hier zwei Schweine. Vielleicht kann ich mir nur eins mitnehmen. Komm mal her, Schwein. Ja, da, ich habe das Schwein auf den Schultern. Toll. Und jetzt habe ich keine Ahnung, wo ich wohne. Auch toll. Mach mal an hier. Da hinten. Da müssen wir noch schnell ein Ding bauen. Na, sag schon, Ding halt. Ein Gehege. Ein Gehege für die Tiere. Was bist du da unten? Auch ein komisches Tier. Wollen wir nicht. Irgendwie ist es gruselig mit dem Schwein auf den Schultern. Ich habe ein Schwein auf den Schultern. Das ist schon lustig. Schweineschulter. Lecker Schweineschulter. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich damit durch die Tür durchkomme. Oh, ernsthaft, ich habe damit das Schwein gerade verletzt. Eieiei, habe ich Fences? Ja, 10 Stück ist ein bisschen wenig. Können wir noch ein paar Fences bauen? Ja, ein paar. Ja, muss ja erstmal reichen. Ich glaube, ich habe das Schwein verletzt. Es ist ja immer noch Nacht eigentlich, ne? So, wir tun es hier mal eine Schweinekoppel bauen. So eine kleine Schweinekoppel. Da hüpft mir das Schwein drüber. Ich kenne die Schweine. Machen wir es mal da so her. Nichts Großartiges. Erstmal nur. Upsa. Ein bisschen Platz sollen sie haben. So, und dann tun wir das Ding runter, oder? Und dann fällt mir das Schwein hier auf die Schultern. Ja, ein halbes Herz hat es verloren. Nö, armes kleines Schweinchen. Wir suchen dir noch einen Kameraden. Der war da hinten irgendwo. Diese Richtung. Kann man so auch Zombies fangen? Da hätte ich einen Zombie auf der Schulter. Das müssen wir mal fast mal ausprobieren, aber nicht jetzt. Sondern bereitet man nämlich schon mal alles vor für die eierlegende Wollmilchsau. Schweine, Schafe, Kühe brauche ich dann genau jeweils 2 Stück. Hallo Skelett. Die waren auch irgendwo da hinten, die Schweinchen. Was bist denn du für einer? So ein Zombie in so einem Dingelskirchen drin. Wo waren jetzt die Schweinchen? Da. Ja super, mit Krieg beim Anhang. Ja. Wir kommen mal kurz daher. So, wiedersehen. Schon lustig. Oder ein Enderman damit fangen. Wahrscheinlich geht damit jeder Mob, oder? Keine Ahnung. Schwein auf der Schulter. Hat schon was. Eigentlich auf dem Kopf. Nice. Also das finde ich irgendwie lustig. Das finde ich echt lustig. Nimm mal eine putzige Idee. Von Tinker's Construct ist das Ding hier, ne? Genau. Jetzt habe ich nur 2 zu viel gemacht. Das ist dumm. Ich wusste halt nicht, wie es funktioniert. Man möge es mir nachsehen. Ich habe das ja noch nie ausprobiert vorher. So, jetzt machen wir es hier wieder. So, 2 Schweinchen. Genau, und ich meine, die Kuh, die 2 Kühe und die 2 Schafe, die suche ich mir jetzt dann offscreen. Das Prinzip ist ja dann klar und dann werde ich hier noch ein bisschen Gene basteln. Dabei werden wir wahrscheinlich die Viecher draufgehen, wie blöd. Da werden wir mal gucken. Ich finde das gerade ein bisschen lustig hier mit den Genen und so. Warum auch nicht, das ist mal was anderes, ne? Genau, und dann machen wir das mal und dann müssen wir uns um viele, viele andere Sachen auch noch kümmern.
Aber ich sammle erstmal die Tiere ein und dann sind die schon mal da und dann passt es. Genau. Alles klar, dann jo, hoffe ich, hat dir die Folge gefallen. Wir haben Waterbreasting und Night Vision. Schau, das ist cool, ne? Das läuft hier die ganze Zeit. Das ist wie wenn so Night Vision krank läuft die ganze Zeit. Ich finde das richtig lässig. Jo, und kann man auch nicht vergessen, an- und auszuschalten. Finde ich auch cool. Und so sind wir halt erst dem Ganzen unsere Unsterblichkeit ein Stückchen näher gekommen. Yes, man, die Unsterblichkeit. Nein, natürlich nicht. Aber wir können uns halt einmal ein bisschen in der Landschaft bewegen, ohne dass wir Angst haben müssen, dass wir absaufen. Wir können einfach mal irgendwo unter Wasser anbauen. Wir können mal in die Höhlen rein ein bisschen, ohne dass wir immer nichts sehen und so. Das finde ich schon ganz praktisch und das Fliegen ist eh klar, ne? Das ist ja das Beste überhaupt von allen. Genau, und jetzt fliege ich mal hier auf meinem Balkon. Und ja, dann war es das, wie gesagt, das für die Folge. Und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, mach's gut, gell? Ciao, ciao und Servus.